Mahlzeit, Konkurrenzkampf unter den Händlern der Kaiserstadt. Jensine, hau die Fakten raus. Seht euch ruhig um. Schön, einen neuen Kunden zu sehen. Ich dachte schon, dass ich gar keine Geschäfte mehr machen würde, seit Toroni seinen Laden eröffnete. Da habe ich ja schon von gehört, deswegen bin ich auch hier. So, Ogier hat euch geschickt. Tja, normalerweise schätzt der andere ganz gut ein. Vielleicht seid ihr also tatsächlich genau der Richtige für uns. Okay, beginnt von Neuem. Geile Übersetzung mal wieder. Ich leite die Gesellschaft betroffener Händler. Wir haben diese Gruppe vor einiger Zeit gegründet, um ein gutes, angemessenes wirtschaftliches Gleichgewicht in der Stadt zu halten. Eine eigene Gruppe gemacht. Nicht alle Ladenbesitzer sind schon Mitglied, aber wir versuchen sie nach und nach davon zu überzeugen, uns beizutreten. Alles war in bester Ordnung, bis Toronir seinen Laden hier in der Nähe eröffnete. Er verkauft alle möglichen Waren und unterbietet dabei die Preise, dass es kaum zu glauben ist. Er verkauft nicht immer das, was sie auch im Angebot haben. Aber trotzdem ist das ein Problem. Ja, wenn jemand etwas kaufen will, gibt er sein Geld lieber dort aus. Und damit bleibt nichts mehr für uns übrig. Er steht mittlerweile so schlecht, dass einige von uns bald schließen müssen. Er weigert sich strikt, der Gesellschaft beizutreten. Oder auch nur über die Angelegenheit zu reden. Wir sind davon überzeugt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Wir möchten euch bitten, sein Geschäft auszukundschaften und herauszufinden, wo er seine Waren herbekommt. Findet einen Beweis für seine Übeltaten und lasst es uns wissen. Wir können nicht selbst gehen, weil er uns alle erkennen würde. Ihr erhaltet ein nettes Kopfgeld, wenn ihr ihn seiner gerechten Strafe zuführt. Warum sollte er eine Gesellschaft beitreten, die aus Leuten besteht, die sich selbst die Betroffenen nennen, betroffen von seiner eigenen Art Geschäfte zu treiben. Man tritt doch nicht einer Gruppe bei, die quasi sich gegen einen selbst verschworen hat. Inventar, Kaiser... Was Inventar? Sein Inventar muss gestohlen sein, auf jeden Fall. Er verlangt weniger, als allein schon die Herstellung mancher Dinge kostet. Seht selbst. Junge, der importiert einfach aus China Billigware, okay, beziehungsweise aus noch ärmeren Ländern, wo noch zu beschisseneren. China ist ja mittlerweile schon top shit, ja. Aber der importiert aus Ländern, wo richtig dreckig produziert wird. Da kriegt er seine Ware her. Rumors, Turnier. Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg damit, seinen Plan aufzudecken, als wir das. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ja, die Aussage stimmt nicht direkt, wenn ich mir die Tordier-Story reinziehe, aber gut. Ich schaue mir den Burschen mal an. Irgendein dunkles Geheimnis muss er haben. Oder aber er lebt einfach selbst total bescheiden und hat die richtigen Kontakte. Oder er hat einfach mega fett geerbt und will einfach nur die anderen Händler aus dem Geschäft treiben. Und dafür nutzt er sein fettes Erbe, und wenn die dann aus dem Geschäft draußen sind, dann wird sein Business erstmals anfangen, Plus zu machen. Ne? Kann ja auch sein. Geil, Mann. Ich kann sogar Seerosen, die so weit weg sind, pflücken. Ich pflück die alle, weil Alchemiezutaten, haben wir gesehen, lohnt sich immer schön alles sammeln und dann Tränke brauen, Gift mischen und so weiter. Da bin ich ganz vorne mit dabei. Zack und zack. Ich habe die ganze Zeit Schiss, im Wasser abzunippeln von Gothic 2 Returning. Etwas mal im Livestream, da passiert das ja manchmal. So, hier. Ha. Holztür zu. Der fruchtbare Münzbeutel. Ah ja, hier ein Gemischtwarenhändler nämlich. Da ist er ja. Schicke Frisur. Toronier. Was kann ich heute für euch tun? Der hat schon so ein Gesicht von so einem eifrigen Typen, der immer einen Weg findet, sich durchzuschlängeln. Was gibt's für Gerüchte? Samuel Banzchen brach früher gerne einen über die Stränge. Angeblich war kein Schloss vor ihm sicher. Gut zu wissen. Brach einen über die Stränge, Schloss. Lebt wohl, beehrt uns. Knacken oder in welchem Zusammenhang? Ja, okay, und wie soll ich den jetzt groß ausspielen? Was kann ich heute hier? Soll ich Inventar? Was soll mit meinem Inventar sein? Ja, sehr. Was stammt? Woher bekommt man es? Nun ja, das wäre ein Geschäftsgeheimnis. Ich kann euch wohl kaum verraten, wie ich diese immense Ersparnis an euch weitergeben kann, oder? So wie ein Bäcker seine besten Rezepte nicht preisgibt, so muss auch ich die Anonymität meiner Quellen wahren.
oder jeder Händler in der Stadt würde sofort darauf zurückgreifen. Es gibt also eine krasse Quelle. Lasst es euch genügen, dass sie sehr zuverlässig und sehr günstig sind. So geht ihr mit einem vollen Münzbeutel hinaus. Ja, Mann, für mich hat's ja schon Vorteile, muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe die besten Preise der Stadt? Warum? Ich bin schlau, ihr seid schlau. Wir kennen die richtigen Leute, wir kriegen die besten Geschäfte. Ja, Mann, der zieht die Kunden auch auf seine Seite, macht er gut. Seht euch meine Waren an, ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Tja, sind die Pfeile bei... Also bevor ich seinen Laden in Ruin stürze, will ich erstmal nochmal richtig fett shoppen gehen. Und alles abgreifen, was es hier gibt. Ha! Bengalo Move Reparatur. Hämmer, die sind die nicht teurer, als ich die sonst wo gesehen habe? Naja, ich weiß ja nicht. Lebt wohl. Da er offensichtlich was zu verbergen hat, soll ich nach Geschäftsschluss ein Auge auf ihn haben. Alter, eine Wassermelone. Geil. So, nix wie raus hier. Dann warte ich. Ich lauere mal ein bisschen hinter dieser Säule. Der Bursche da hinten hat mir auch schon ins Auge gefasst. Okay, 4 Uhr. Was meint er? Wie lange arbeitet er? Bestimmt nicht länger als bis 7. Ein bisschen ausgeruht jetzt hier. Wollen wir mal gucken. Da, okay, der Laden hat nur offen. Dann warte ich noch mal ein bisschen. 3 Stündchen hängen wir noch mal dran. So, jetzt aber, oder? Hallo. Hi. Ich arbeite als Wache im Umbakano Herrenhaus. Mein Name ist Ushija. Der Typ ist direkt raus. Umbakano, was? Ich bin einer seiner Wachhunde. Nicht mehr und nicht weniger. Er bezahlt uns gut für das Bewachen seiner vielen Schätze. Schätze? Du bist also einer der Typen, an dem ich mal mich vorbeischleichen darf. Geil. Gut zu wissen. Okay, jetzt aber. Sieht diese Wie kann ich hier gesehen werden? Es ist doch nicht möglich. Ah, die Wache hat sich entfernt. Trotzdem komisch, dass sie mich da vorhin gesehen hat. Zack. Zack. Und schade. Und das noch einmal. Oder auch nicht. Hey, Sicherheit, Fertigkeit soeben verbessert. Das ist schon mal sehr gut. Sehr gut ist es aber nicht, dass es so schlecht läuft beim Knacken. Ah. Na gut, besser spät als nie. Hä? Ach klar, der Questmarker führt mich zu ihm. Und er ist es nach Geschäftsschluss. Weiß der Geier wo? Mal rausfinden, wo. Vielleicht bereichert er sich ja in anderen Läden. Herberge, okay. Ja gut, dass er nach Geschäftsschluss in die Herberge geht, ist nicht so verdächtig. Er hat mich schon mal bemerkt, okay. Ihr wisst alle, wo ihr hin... Seid erneut gegrüßt. Ach, seid gegrüßt? Er erinnert sich sogar an mich. Einen wunderschönen guten Tag. Hören wir uns das einmal an. Okay, normal, dass man hinter der Theke rumläuft, oder? Warum folgt ihr mir? Bitte, geht weg. Okay. Bitte, der, ich bin sehr beschäftigt. Der schöpft schon Verdacht, nicht gut. Kommt er hier hoch etwa? Ne, er hockt sich da hin. Ich bin sehr beschäftigt, ja, sieht man ja. Solange vielleicht mal ein bisschen... Oh, schön, schöne Herberge. Die Häuser in Oblivion sind teilweise echt sehr angenehm. Ein bisschen erinnert mich das auch gerade an die Zwergenstadt Wergen in The Witcher 2. Die war auch architektonisch eine absolute Augenweide, muss ich so anmerken. Seid erneut gegrüßt. Du auch. Boah, Witcher 2. Habe ich gerade Bock drauf. Irgendwie würde also ich gerade am liebsten Witcher 2 heute am Livestream. Warum folgt ihr mir? Ach scheiße, das hat man gerade schon. Naja, vielleicht jetzt noch mal ein bisschen warten. Aber ich meine, dass er hier in die Taverne geht, ist auch nicht so verdächtig. Häng noch mal 3 Stündchen dran.
Tirnas. Okay, momentan treibt er sich auf den Gassen rum, wie die grüne Markierung zeigt. Ey, es ist ja nicht verboten, man darf ja nachts rumlaufen, mach ich ja auch. Also das allein finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Ah, wow, was geht da ab? Was geht da ab, Mann? Der trifft sich mit irgendjemandem heimlich. Jemand hat auch geschrieben, sprinte mal die Shift-Taste. Ich habe die ganze Zeit schon aktiviert. Die Shift-Taste quasi, ja. Ich renne gerade schon die ganze Zeit. Dass es noch ein schnelleres Sprinten gibt, das wurde ja, glaube ich, im Laufe des Let's bereits verneint. Oh, Alter, hier findet echt ein geheimes Treffen statt. Ich glaub's nicht. Speichern. Ich werde gesehen gerade, was? Ich will heimlich, ich will nicht gesehen werden. Hier trifft sich mit einem Mega-Blondschopf. Dass die mich sehen können, da komme ich gar nicht drauf klar. Oder wer sieht mich hier? Nennt es nochmal ein Wachmann? Ich freue mich schon, wenn ich auch im Taschendiebstahl richtig abgehen kann übrigens. Okay, scheinbar muss ich die Party... Seid ihr das, Agamir? Psst, nicht so laut. Brienne von Tart. Wie oft habe ich euch das schon gesagt? Es tut mir leid, ich bin an solche Treffen nicht gewöhnt. Dabei werde ich immer nervös. Nun, seid einfach still und hört mir zu. Die nächste Lieferung kommt früher, als ich dachte. Haltet nur das Geld bereit. Das gleiche Sortiment? Ich meine, ich habe fürs Erste genug Kleidung. Ihr nehmt, was ich habe. Ich bekomme in letzter Sekunde Bescheid und dann muss ich springen. Keine Zeit, wählerisch zu sein. Nun, diese Gesellschaft übt immer mehr Druck auf mich aus. Vielleicht sollten wir uns für eine Weile zurückhalten. Ihr zieht euch jetzt zurück und ich werde mein Geschäft woanders hinbringen. Oder vielleicht diese Jensin besuchen und ihr von eurem netten Plan berichten. Schön, ihr habt euren Standpunkt dargelegt. Gebt Bescheid, wenn ihr die Objekte habt. Dann treffen wir uns wieder. Keine Sorge, es dauert nicht lange. Jetzt raus hier! Ich habe ein Treffen zu Sturm mit einem mysteriösen Mann namens Agamir beobachtet. Sieht aus, als ob mein neues Ziel Agamir sei. Interessant. Huaha. Alter, ich war aber auch nicht wirklich unauffällig bei der Beobachtung. Ich war da ziemlich... Direkt in your face bin ich neben denen gestanden. Als ob die mich hier nicht rumschleichen sehen, Mann. Mit meinem geilen Helm. Okay, das heißt, ich werde Agamir jetzt mal ein bisschen verfolgen. Der verschwindet. Der Typ haut einfach ab. Ist egal, ich hau einfach hinterher. Zack, abhauen. Woher kommt überhaupt dieses geflügelte Wort? Ich glaube, im Taschendiebstahl bin ich noch nicht so gut. Will ich aber mal gut werden, so als Dieb. Ja. Die Frise sieht teilweise so affig aus. Ich muss sagen, die Laufanimationen waren in Gothic Jahre zuvor schon so viel besser. Sowohl die langsamen Gehanimationen, die verschiedenen, die es in Gothic gab, als auch die schnellen. Manche sagen immer, wow, sieht voll hölzern aus. Ich finde das hier. Sieht viel, viel hölzern aus als bei Gothic. Ich folge dem jetzt einfach mal eine Weile. Und wer sieht mich hier? Ach, dieser Wachmann. Wer ist das? Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres... Das ist eine Palastwache, alles klar. Wo geht der Bursche hin? Der hat doch was vor. Klar, der hat was vor. Boah, Fliegen, Pilze in Hülle und Fülle. Da wäre ich mir... Irgendwas werde ich mir daraus wieder zubereiten. Finde nichts Nützliches, aber einen Hut habe ich trotzdem eingepackt. Na gut. Alter, der ganze Friedhof ist überwuchert mit Fliegenpilzen. Ich mache jetzt mal kein Lichtzauber oder dergleichen an, weil ich ja nicht von dem Typen entdeckt werden möchte. Zack, zack und schwupps. Latsche jetzt einfach nur... Den Lust, ich möchte den da verpetzen.
Latscht er jetzt einfach nur sinnlos durch die Gegend? Oder kommt er dann an so einen Ort, wo ich ihn quasi stellen kann? Oder wird er gleich nochmal irgendein geheimes Gespräch, wo ich dann gleich nochmal belauschen kann und dann quasi irgendeinen Beweis erfahren kann? Wer ist das überhaupt? Oder was? Er organisiert Waren von irgendwo und der Typ soll sie dann an Mann bringen. Aber wie sind die genauen Zusammenhänge? Woher hat er die Waren und so weiter? Verstehe, das interessiert mich ja auch. Hi. Seid gegrüßt. Ja, du auch. Da ist er. Ne, das sind Wachen. Jetzt hat er sich in irgendeine Türe zurückgezogen. Hier rein. Ins Tibor Septim Hotel. Sehr verdächtig. Was Bullshit ist, da ist er nämlich auch gar nicht drin gerade. Ich glaube, er hat einfach ein weiteres Stadttor passiert. Servarius Atius Haus. Ich schau mal auf der Karte, wo genau. Agramirs Haus. Okay, das heißt, er hat einfach ein eigenes Haus. Ja, macht ja Sinn, dass er da auch nachts reingeht dann. Okay. Saumel Banziens Haus. Was die alle verboten haben. Nicht schlecht. Ich habe herausgefunden, dass Agani ein Haus am Talosplatz besitzt. Wenn er nicht da ist, sollte ich hineingehen und es untersuchen. Ja, Betonung auf, wenn er nicht da ist. Hier ist es. Aber jetzt ist er da. Also warte ich mal eine Runde. Warten wir mal 5 Stunden, das ist morgens um 10, da wird er hoffentlich seinen schmierigen Geschäften wieder nachgehen. So zumindest die Theorie. Na, immer noch zu Hause? Gut, dann halt nochmal 5 Stunden. Mittags um 3 ist doch keine Uhrzeit, um daheim zu sein. Mittags um 3 gibt's Kahlerei und der sieht mir schon eher so aus, aber der Bock drauf hätte immer noch zu Hause. Ach was. Junge, gönn dir doch mal ein bisschen. Na gut, was abends. Ich hoffe, dass er wenigstens abends in irgendeine Kneipe oder so geht. Nein? Wie soll ich mich denn in der Bude umschauen, wenn er nicht zu Hause ist, wenn er immer zu Hause ist? Na gut, dann schaue ich mich halt mal in der Bude um, wenn er schläft. Und? Ja, ich gehe einfach mal rein. Anscheinend ist Akramirs zu Hause, die Tür ist von innen verriegelt. Ja, er ist aber irgendwie immer zu Hause, Mann. Na gut, so als Krimineller auch gut möglich, dass er nachts unterwegs ist. Ich habe gerade gesehen, dass er... Oh nein. Ah, jetzt kann ich knacken. Nee, kann ich nicht. Er ist immer zu Hause. Immer. Toll, und jetzt? Im 3-Stunden-Rhythmus immer warten. Der Mann muss doch mal sein Haus verlassen. Nee, gut, jetzt habe ich einmal 24 Stunden quasi verbracht. Jetzt machen wir mal im 2-Stunden-Rhythmus. Nein. Okay, nochmal. Immer noch nichts. Ja, sehr bedauernswert, wirklich, muss ich jetzt auch mal direkt sagen. Mann, der ist ja immer da. Ich kann diese, wieso? Ich hätte wahrscheinlich rein sollen, bevor er es überhaupt betreten hat. Er hat mich überrascht. Aber wie hätte ich denn da drauf kommen sollen, das Haus zu finden? Wenn die Questmarkierung die ganze Zeit nur auf ihm drauf war, da hätte ich ja schon großes Glück haben müssen. Okay, ist mir zu bunt hier. Ich versuche jetzt mal das Haus von der anderen Seite zu inspizieren. Wird wahrscheinlich nicht klappen.
Sprecht. Sprecht, Bürger. Boah, ach, das ist hier mega der Konstrukt. Ich müsste hier in die Mitte irgendwie reinkommen. Aber ich glaube, da kann man gar nicht rein, oder? Sprecht, Bürger. Cheats. Man müsste sich dahin cheaten. Aber dann wäre es witzlos, überhaupt die Herausforderung dieser Quest anzunehmen. Deswegen werde ich so eine Sauerei unterlassen. Ah, ich schau mal hier einfach. So ganz einfach. Durchs Fenster vielleicht. Feister. So. Hier. Ich weiß nicht, ich sehe da jetzt gerade nicht wirklich eine Möglichkeit. Aber man kann ja mal ein bisschen kreativ werden. Ne. Meine Kreativität stößt auf ihre Grenzen. Geil, hier ist schon wieder Abwasserkanal. Ach, geil. Mega toll, dass man hier überall hin kann. Zeige dich, Ratte. Wo ist diese Ratte? Jemand hat auch nochmal mir geschrieben, ich könne mit R eine Waffe wegstecken, was nicht stimmt. Also den Pfeil wegstecken. Also F ist bei mir die Taste zum Waffe ziehen. Funktioniert aber nicht, wenn ich den Pfeil angespannt habe. Und auch wenn ich R drücke, funktioniert es nicht. Macht mich einfach nur Third Person. Okay. Aber habe ich ja jetzt schon ein paar Mal Let's Play dargelegt. Ist ja auch nervig für die, die es schon wissen. Jo. Übers Dach? Aber ich glaube nicht. Aber geil, dass man hier dazwischen überhaupt rein kann. Das finde ich schon mal eine coole Sache. Wann verlässt denn der Mann sein Haus? Irgendwann muss er doch mal... Ich höre euch zu, Bürger. Oder checkt er, dass er beschattet wird? Der wirkt ja ein bisschen stumpfsinnig auf mich. Aber so blöde kann er auch nicht sein, wenn er die ganzen Game. Ah! Sehr gut. Jetzt ist er nicht zu Hause. Wahrscheinlich dachte ich die ganze Zeit, dass die rote Questmarkierung dafür steht, dass er zu Hause ist. Ich weiß auch nicht so. Zack. Den noch. Na gut. Ich liebe dieses Gold von diesem Bolzen. Richtig schönes Gold. Schöne Farbe. Okay. Wollen wir doch mal sehen, was hier oben für Beweise für Leichtes. Nichts leichter als das. Irgendein Geheimgang hier vielleicht? Irgendwas, was ich hier so... Schubladen, ne? Grünes Seidengewand. Nein, danke. Im Keller werde ich vielleicht fündig. Weil Leute rasten immer aus, denken, ich hätte Schlösser knacken immer nicht gecheckt. Verstehen nicht, dass ich einfach nur ein langsamer Mensch bin, okay? Ich habe einfach eine lahme Reaktionsgeschwindigkeit. Das liegt nicht daran, dass ich nicht gecheckt hätte, wie es funktioniert oder so. So. Oh, Alter, was ist denn hier von... geheimer Pornokeller und freundlicher Mitbewerber. Ich habe Agramirs Keller gefunden. Dieser besteht aus einer sonderbaren Ansammlung an Kleidern und Schmuck. Das Beunruhigendste sind aber die in der Ecke verstaute schmutzige Schaufel und die schlammverschmierten Stiefel, ebenso das auf dem Boden verstreute Knochenmehl. Ich hege den Verdacht, dass Agramirs Bestand, den er Antonio verkauft, von den kürzlich Verstorbenen stammt.
Boah. Ich sollte vorsichtig nach handfesteren Beweisen bezüglich dieser grausigen Anschuldigung suchen. Oh ja. Und zwar sowas von sofort. Rostfarbene Filzschuhe. Abgetragene Schuhe. Ja, spannend, in welche Schaufel, in welche Richtung das jetzt hier geht. Hätte ich auch nicht gedacht, Knochenmehl. Nehme ich mal lieber mit. Wegen Alchemie und so. Makabres Manifest. Ich habe ein Manifest, das Einzelheiten zu Namen kürzlich Verstorbener enthält, mit welchen Grabbeigaben sie bestattet wurden und wo sie in Cydrodiil liegen. Ich sollte Toronir mit diesem makabren Manifest konfrontieren, da er vielleicht gar nicht weiß, woher seine Waren stammen. Ja, hier steht's. Wer wo bestattet und so. Okay. Ja, nehme ich natürlich mal mit. Beweisstücke müssen natürlich mitgeführt werden, ganz klar. So, hier sind nämlich die Rindslederschuhe, hier ist auch die Schaufel und so weiter. Knochenmehl. Oh. Ach, geil. Nehme ich das Knochenmehl, rutscht die Schaufel weg. So, ganz geil. Als ob solche Haufen von Knochenmehl übrig bleiben, wenn man in Gräbern buddelt. Ha, ist ein bisschen bescheuert, aber ist trotzdem lustig. Klar, irgendwie Indizien muss man halt so überspitzt darstellen. Durch die Mittel, die das Spiel einem bietet. Also, ab zu meinem guten Freund, dem besonders günstigen Händler. Ah, wollen wir doch mal sehen, was er zu diesen handfesten Anschuldigungen zu sagen hat. Da kann ich mich auch mal kurz teleportieren. Daran geht die Welt auch nicht unter. Und dann warte ich gleich nochmal ein Minütchen. 12 PM? Ne, können wir direkt nochmal 12 Stunden dranhängen. Vor 8 Uhr hat ja hier in den Läden keiner Bock, einen Finger krumm zu machen. Da bin dann schon ich derjenige, der Finger beim Schlösserknacken krumm macht. Nur Problem ist, dass mir dann die Händler, wenn es entdecken, krumm kommen. Das will ich aber nicht. Stattdessen will ich mich ja vernünftig mit dem Burschen, der hier die Waren verscherbt und erhalten hat. Vorne sind Feuermagier und Wassermagier, seht ihr? So von den Farben her gerade. Weil das ist mein erster Gedanke. Schreibt mal, was nachvollziehen könnt und ob ihr den auch hattet. So. Abermals willkommen. Oh, danke, danke, danke. Von den Toten genommen. Ich kann nicht glauben, was ich in diesem Buch sehe. Ich bin zutiefst beschämt, dass diese Dinge hier einst eine Grabbeigabe für die Verstorbenen gewesen sein sollen. Ich kann es nicht verstehen, es ist einfach zu schrecklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich nehme an, eine Entschuldigung reicht hier nicht. Was soll ich jetzt tun? Jo, lass uns den Burschen dran kriegen. Ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Als allererstes werde ich mich nie wieder mit ihm treffen. Das kann ich euch versprechen. Und zweitens erinnere ich mich daran, dass er einen Ort erwähnte, an dem er genau heute sein muss. Ja, so ist es. Er sagte, dass er wohl nichts anderes tun könne, weil er etwas sehr Wichtiges erledigen müsse. Ihr glaubt doch nicht, er findet nochmal... Oh nein, sicher nicht. Aber ich glaube fast doch. Oje. Was habe ich getan? Wetten, im Laufe der Quest kommt noch raus, dass er von Anfang an genau wusste, was da läuft. Ja, tut ihr das. Und in der Zwischenzeit überlege ich, was ich mit diesen unrechtmäßig erworbenen Dingen anstelle. Es tut mir so leid. Ja, vielleicht hat er ja auch recht. Vielleicht tut es ihm wirklich leid. Ich hoffe, man wird mir verzeihen, dass ich meine Quellen nicht besser überprüft habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, ob du keine Ahnung hast. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. So. Hat er mir jetzt echt verraten, wo der Typ sein soll? Ich renne einfach der Markierung mal nochmal eine Weile hinterher. Okay, hier. Irgendwo direkt ums Eck. Na gut. Achso, ja, oder Friedhof. Hat er es erwähnt? Jedenfalls, hier sind ja überall die Friedhöfe. Wird natürlich schwer Sinn machen, dass man sich da schön genüsslich einen reinbuddelt. Wobei, am Tage ist das natürlich eine etwas auffällige Angelegenheit, oder? Bitte respektiert den Kaiserpalast. Wäre das nicht eher der Kaiser ist mein Bro. Wäre das nicht eher was, was man bei Nacht machen sollte? Wie auch immer. Erstmal schön Pilze. Ich bin an einem abgelegenen Teil des Friedhofs angekommen und tatsächlich Argamir gräbt zusammen mit jemandem, den ich nicht erkennen kann, ein Grab auf. Ich muss ihn dazu überreden, diesem ruchlosen Treiben überreden. Ha, 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 lustig.
Ja, hier sind sie am Buddeln. Klar und deutlich für jedermann erkennbar. Nein, sind sie nicht. Ja. Ein Mausoleum ist hier. Ah. Ich habe Agami. Ach, hier ist der Typ drin. Oh, habe ich jetzt selber rausgefunden. Das ist ein weiteres Grab zu entweihen. Ach geil, ist das eine Fledermaus, die herumfliegt? Ha, die sieht ja süß aus, weil die wirkt wie aus Papier. Oder ist das eine Motte? Ich hatte das Gefühl, dass ihr früher oder später verstehen würdet. Und darum habe ich diese Falle für euch vorbereitet. Wie ihr seht, ist das Grab bereits ausgehoben. Aber diesmal wird nichts aus dem Friedhof gestohlen, sondern etwas Neues kommt dazu. Ich fürchte, ich kann euch nur ein namenloses Grab bieten. Alles klar. Ja. Ach, die Schloss kann nicht geknackt werden. Scheiße. Okay, hier ist auch so ein fetter Ritter mit... Boah, was hat denn der mir angehängt? Eure Konstitution wird entzogen. Nachdem ihr Tage und Wochen lang getragen habt, fühlt sich eure leichte Rüstung jetzt an wie eine zweite Haut. Ihr habt gelernt, euch darin im Kampf leichtfüßig zu bewegen. Und gleichzeitig leichte Rüstung gesteigert. Als Geselle der leichten Rüstung werdet ihr feststellen, dass eure Ausrüstung im Kampf nicht mehr so schnell... Das ist sehr gut. Geil, Mann. Das heißt, dass ich mich jetzt hab treffen lassen, hat mir die Rüstung schön nach oben gelevelt. Ach komm, dann pack ich halt mal mein Schwert aus. Also. Ja, das ist ein ganz lustiger Spruch eigentlich. Ah, scheiße. Ja, ich weiß, blocken und so wäre auch mal ganz geil. Ja, ich gebe zu, es ist echt erbärmlich, was hier gerade für eine Nummer abzieht. Erstmal Lebensenergie wiederherstellen. Wirkt nicht. Achso, das sind wahrscheinlich die selber gebrauten. Habt ihr mir geschrieben, die selbstgebrauten Heiltränke brauchen Zeit, während die gekauften direkt vom ersten Schluck an. Scheiße, ich wirke auch die ganze Zeit den Lichtzauber. Haha. Dass mir das nicht auffällt am Lebensbalken. Egal. So, also. Nerv mich nicht. Das Asoziale ist der beengte Raum hier. Ja. Brauchst du jetzt gar nicht wundern. Wie man Wald schreit, so Hals zurück. Altes chinesisches Sprichwort. Geiler Sound. Teilweise sind die Sounds, die Leute in Kämpfen von sich geben, schon sehr lustig. So, ich werde mich auch gleich mal, wenn ich den Boss umgenietet habe, werde ich gleich mal schauen, was ich so an Giften habe, die ich dann noch gegen den fetten Ritter anwenden kann. So, sehr gut. Eure Willenskraft wird entzogen. Agania ist erschlagen worden. Da die Strafe für Grabräuberei üblicherweise tot ist, scheint es irgendwie, dass dem Recht Genüge getan wurde. Ich sollte Agamias Habseligkeit noch irgendwas möglicherweise Belastendem durchsuchen, ja. Aber erstmal schaue ich, was den Burschen, der mich hier verfolgt, noch belasten könnte. Mühsal. Mühsalgift. 16 Punkte. Ich probiere einfach mal. Ja. So, dann baller ich dem einfach mal ein bisschen Mühsal ins Gesicht. Ich weiß nicht, ist er dadurch langsamer oder was bewirkt es? Ja. Jetzt hier voll. Ich schicke eure verdammte Seele direkt nach Soffengarde. Soffengarde. Ich finde es wichtig, wie er das sagt, als wenn man sagt besoffen. Soffengarde. Okay. Jetzt. Giftheilungstrank, Mühsal, Schaden, Lebensenergie. Ja, klar. Das ist ja letzten Endes das, worum es hier gehen soll: Schaden auf Lebensenergie zuzufügen. Darum geht. Oh! Ich wärme mich gerade erst auf, du seht ihr, das Gift hat ordentlich reingehauen. Hat funktioniert. Sehr gut. Dann will ich gleich nochmal so einen Treffer platzieren. Ja, es funktioniert. Prinzip Gift funktioniert nach wie vor. Ist ja natürlich ein bisschen affiger Kampf hier, aber es funktioniert. Ach, ich habe ihn schon besiegt. Ach krass, ich habe es gar nicht gecheckt. Sehr gut, Spitzhacke, naja.
Blumenstrauß, wenn ich den nehme, rutscht die Schaufel weg. Geil, das wollte ich. Alchemistische Zutat. Zack, zack, zack. Braunes Herz. Boah. Diese Sachen sind eine Menge wert. Was davon kann ich tragen, ohne überladen zu sein? Stahlbeinschienen. Die nehme ich mal mit. Gold, das ist schon mal meins. Jemand, heute Minirock unterwegs. Es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass ich neulich beim Looten von irgendjemandem nicht runtergescrollt habe und geschaut, ob er Kohle dabei hat. So, ob der Typ hier belastende Beweise mit sich führt, das sehen wir bereits in der nächsten Folge. Bis dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Ciao.